Ja, jetzt sind wir am wunderschönen Wannsee, nämlich in der Liebermann-Villa. Und man glaubt es kaum, aber hier gibt es auch eine Van Gogh-Ausstellung. Beziehungsweise heißt die natürlich Liebermann und Van Gogh. Herr Faas, warum überhaupt Van Gogh hier bei Ihnen im Haus? Ja, Liebermann und Van Gogh, das ist natürlich eine interessante Begegnung zwischen zwei Künstlern, die sich um 1883 fast getroffen hätten. Denn Van Gogh war zu dieser Zeit noch ganz am Anfang seiner Karriere. Er hatte viel von Liebermann gehört und war sehr interessiert an dem, was der deutsche Kollege machte, und war sehr interessiert daran, Liebermann zu treffen. Und als er hörte, dass Liebermann in der Gegend ist, machte er sich auf, um Liebermann in dem kleinen Ort Zwelo zu treffen. Und hat es geklappt? Es hat leider nicht geklappt. Sie müssen sich knapp verfehlt haben, die beiden. Denn Liebermann hat in diesem Ort Zwelo tatsächlich viel gemalt, wichtige Bilder gemalt. Mhm. Unter anderem das große Gemälde Der Bleiche. Dieses Gemälde ist dann im Pariser Salon ausgestellt gewesen. Und in dieser Ausstellung hat dann der Bruder von Van Gogh, hat Theo van Gogh, das Bild gesehen und seinem Bruder ganz viel davon vorgeschwärmt und gesagt, das ist ein tolles Bild mit tollen Farben, einem tollen Kolorit. Und dieses Bild, was er vom Hörensagen kannte, war dann der Ausgangspunkt dieses Interesses für Liebermann und der Ausgangspunkt für den Wunsch, Liebermann in Zwelo zu treffen. Was zog denn Liebermann nach Zwelo? Ja, es war tatsächlich das einfache Leben auf dem Lande, was man in dieser ländlichen Region vorfand. Ja, es waren die Bauern auf dem Felde, es waren die Weber, die nähenden Frauen, alles Motive, die ihn für seine Kunst, für seinen Realismus reizten und interessierten. Die fand er dort vor Ort in Zwelo, aber dann auch in anderen Orten in den Niederlanden. Hatte Liebermann dann im Gegenzug auch den Wunsch, Van Gogh kennenzulernen? Ja, zu dem Zeitpunkt kannte er den jungen Künstler natürlich noch nicht. Van Gogh begann ja erst 1880 überhaupt damit, Maler zu werden. Ein sehr mühsamer Weg, den er sich dort vornahm, weil er hat ja weder eine Akademie gesehen, noch hat er auf anderem Wege sich in die Praxis der Malerei richtig einführen lassen, sondern er war ein Autodidakt und hat das mit sehr mühevoller und mit sehr engagierter eigener Arbeit dann doch erreicht, dass er malen konnte und eine ganz eigene Ausdrucksform entwickelte. Zu dem Zeitpunkt, als er Liebermann treffen wollte, hatte Van Gogh die große Hoffnung, von Vorbildern lernen zu können, von Malern, die schon in ihrer Praxis und Karriere weiter fortgeschritten waren. Und so war tatsächlich auch seine Hoffnung, Liebermann zu treffen, damit verbunden mit der Hoffnung, von ihm zu lernen. Und deshalb war er natürlich sehr interessiert an dem, was er von seinem Bruder Theo hörte und dachte sich, ja, das ist jemand, von dem ich vielleicht etwas lernen könnte, der schon das Umgehen mit den Farben beherrscht, nämlich den Farben, die ich hier in dieser besonderen Landschaft sehe. Und das möchte ich auch kennenlernen. Und so war der Wunsch da und so reiste er nach Zwelo in den Ort und versuchte dort, Liebermann zu treffen. Nun hatte man damals noch nicht die Möglichkeit, einfach anzurufen oder zu telefonieren, eine SMS zu schicken. So war die Kommunikation zu der Zeit etwas schwieriger. Und Van Gogh reiste hin und kam vergeblich. Wir wissen aber auch letztlich nicht, was ein solches Treffen, wie das ausgegangen wäre, ob die sich viel zu erzählen gehabt hätten. Denn Van Gogh stand damals nun wirklich noch ganz am Anfang seiner Karriere. Liebermann hatte eine komplette Akademieausbildung hinter sich. Er hatte einen Studienaufenthalt in Barbizon, in Frankreich und auch in Paris hinter sich gebracht. Er stellte schon im Salon aus. Seine Werke wurden schon von Sammlern geschätzt und gekauft. Und ob er Liebermann zu dem Zeitpunkt schon das Talent und die besondere Gabe eines Van Gogh hätte erkennen können, da sind wir uns heute nicht sicher. Vermutlich wäre das Gespräch recht kurz gewesen, weil es einfach noch nicht ein Treffen auf Augenhöhe gewesen wäre.
Der Ausgangspunkt der Ausstellung ist dieses verfehlte Treffen in Zwelo. Mhm. Wir schauen uns an und zeigen das auch in der Ausstellung, was hat Liebermann in Zwelo gemalt und worauf ist eigentlich Van Gogh aufmerksam geworden. Und es ist dieses Bild aus dem Salon, das sein Bruder Theo sah, die große Bleiche von Liebermann, die auch im Katalog abgebildet ist. So ist das eine Bild von Liebermann, nämlich die Abbildung im Katalog. Das haben wir auf dieser Seite zu sehen. So ist es in Paris ausgestellt gewesen. Und das andere wichtige Stück, das wir haben, das ist die Zeichnung. Die Zeichnung, die Van Gogh in Zwelo vor Ort von Liebermanns Wiese gezeichnet hat. Diese Zeichnung hat sich erhalten. Sie befindet sich heute im Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Und wir haben sie als engsten Berührungspunkt zwischen Max Liebermann und Van Gogh hier in der Ausstellung und können sie zeigen. Und man kann wirklich erkennen, es ist die Wiese, es ist Liebermanns Obstwiese, die Van Gogh hier festhält und von der er auch in seinen Briefen an Theo erzählt: Ich bin heute in Zwelo gewesen und habe Liebermanns Obstwiese gezeichnet. Und es ist natürlich großartig, dass sich diese Zeichnung, die Van Gogh auf Liebermanns Obstwiese gezeichnet hat, dass diese Zeichnung erhalten ist und dass wir sie jetzt als Ausgangspunkt auch dieser Ausstellung hier in der Liebermann-Villa präsentieren können. Sie zeigt die Wiese, auf der Liebermann wichtige Werke gemalt hat, unter anderem auch Studien mit spielenden Kindern und auch andere Studien und Zeichnungen. Und man sieht hier auch denselben Baum, der prägend auch in Liebermanns großer Rasenbleiche zu sehen ist. Noch mehr Gemeinsamkeiten finden wir dann, glaube ich, da drüben in dem anderen. Ja, es gibt interessante Gemeinsamkeiten. Und das war für uns natürlich der Ausgangspunkt zu gucken, wenn die sich so knapp verfehlt haben, warum hat sich Van Gogh eigentlich für Liebermann interessiert? Gibt es andere Berührungspunkte zwischen den Künstlern? Und da wird, glaube ich, jeder, der diese Ausstellung sieht, sehr überrascht sein, zu sehen, wie ähnlich sich die Motive sind, die in dieser Zeit beide Künstler beschäftigt haben. Wir sehen hier ein Gemälde von Liebermann. Das ist von 1880, in dem Liebermann eine nähende Frau am Fenster darstellt. Und links daneben ein Aquarell, ein großformatiges Aquarell aus einer Schweizer Privatsammlung, das eine Näherin von Van Gogh zeigt, auch am Fenster sitzend. Und auch bei einer ganz ähnlichen Tätigkeit ein Jahr später entstanden, sodass es sehr interessant ist zu sehen, wie beide Künstler sich mit einem Themenbereich beschäftigt haben, wie er wichtig war für sie. Das hat auch mit den Kontakten beider zur Haager Schule und anderen Künstlern zu tun, die ähnlich arbeiteten. Aber es ist natürlich eine frappierende Ähnlichkeit, die man so erstmal nicht erwartet. Und die auch einen ganz anderen Van Gogh zeigt, als den man so üblicherweise kennt. Mhm. Nämlich welchen? Na, man hat dann eher den Van Gogh, den späten Van Gogh der Weizenfelder im Kopf mit den oder der Sternennacht mit den großen, pastosen, energiegeladenen Pinselstrichen und kontrastreichen Farben im Kopf. Das ist ein anderer Van Gogh als der, den wir hier am Anfang sehen, wo er sich ganz tastend dem Realismus annähert und eine eigene Formensprache noch sucht.